Unser täglich Brot gib uns heute. Oder vielleicht eher, unser täglich Brötchen gib uns heute. Für die Hamburger ein Franzbrötchen, die Berliner eine Schrippe und hier im Musterländle auch gern ein Laugenweckle. Wir Deutschen sind Weltmeister im Brötchen bzw. Brotessen. Neuerdings auch Low Carb oder glutenfrei. Sogar beim Discounter. All die schönen Dinge ganz einfach. Einfach? Wohl eher hundert- oder tausendfach. Die Auswahl ist verwirrend und so steht mancher Familienvater völlig irritiert beim Bäcker. Unser täglich Mohnbrötchen, Sesambrötchen, Meerkornbrötchen, Sonnenblumen oder Kürbiskern, Chia oder Rosinenbrötchen gibt's bei uns heute. Dabei gibt es eigentlich nur zwei Grundarten von Brot: gesäuertes, mit Sauerteig oder Hefe hergestellt, oder ungesäuertes. Das ungesäuerte Brot hat der kleine Jesus vermutlich bekommen. Brot bedeutete Leben. Unser täglich Brot gib uns heute. Bei Josef und Maria gab's morgens meist nur ein Fladenbrot und ein paar Oliven. Mittags aß man nicht viel. Die Hauptmahlzeit war das Abendessen. Die ganze Familie saß um eine große Schüssel. Daneben lagen die Fladenbrote. Der Vater brach und verteilte das Brot und alle aßen aus der gleichen Schüssel. Fleisch gab's nur selten, dafür Erbsen, Bohnen und Linsen mit Spätzle? Hanoi, das kann ja jetzt nicht sein. Das hat's ja zu der Zeit noch gar nicht gäbe. Wobei, wenn ich's mir recht überleg, die Zutaten hätten sie ja schon gehabt damals. Mehl, Eier, Salz, Wasser. Also ich frage mich wirklich, warum der Herrgott so lange gewartet hat, bis er die Menschen Spätzle erfinden lassen hat. Ich stelle mir das gerade vor, wie es bei Josef, Maria und dem kleinen Jesus und seine noch kleinere Geschwister sonntags Linse mit Spätzle gegeben hat. Erst bekommt der Josef der Löffel, dann der Jesus als Erstgeborener und dann alle andere. Die Frage ist natürlich, wie viel für die andere dann noch übrig bliebe wäre. Denn eins ist ja klar, von Linse mit Spätzle kann man gar nicht genug kriegen. So gut wie die schmeckt. Gell, Maria? Eigentlich ist es total unverständlich, warum der Engel dem Josef im Traum gesagt hat, er solle nach Ägypten gehen, anstatt hierher zu uns ins gelobte Ländle, wo Wein und Neckar fließen. Ins Land der Dichterinnen und Denker, der Tüftler und Erfinderinnen. Denn dass hier der heilige Erfindergeist weht, ist ja wohl unbestritten. Wer sonst, bitteschön, kommt auf die Schnapsidee, Wurstbrät mit Spinat grün einzufärben, in Teigplatten zu wickeln, nur um den Herrgott zu bescheißen. Und vergib uns unsere Schuld. Dazu trinken wir badischen Wein, von der Sonne verwöhnt. Und selbstverständlich hätte Jesus bei der Geschichte von der Hochzeit zu Karlsruhe das Wasser in Spätburgunder verwandelt. Maria sei Dank. Und führe uns nicht in Versuchung. Auch wenn wir hier in Baden-Württemberg alles können, außer sind wir doch demütig genug, um zu erkennen, dass es nicht nur darum geht, am Leib satt zu werden, sondern auch an der Seele. Was ist denn die Seele? Und wovon lebt sie? Ich glaube ja, sie lebt von Luft und Liebe.
Das hört sich nach nichts an und ist doch alles. Diese Liebe Gottes zur Welt und all ihren Menschen ist Seelennahrung für Verliebte und Beliebte, für Ende aus vorbei Geliebte. Sie beflügelt wie ein Schmetterling und tröstet wie ein abgeliebtes Kuscheltier. Denn dein ist die Kraft. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er lebt von Gottes Worten, die trösten und stärken, nach denen wir uns richten können. Und die Seele lebt von der Gemeinschaft mit den anderen, mit Menschen, die dir gut tun und dir einen großen Teller voll Zeit, Lachen und Freundlichkeit hinstellen.